So, meine Lieben, da ist wieder der Sven. Servus, grüß dich. Heute geht's um Feldwegebau. Ja, wie kriegt man die hin, dass die einigermaßen realistisch ausschauen? Wir sind wieder im Baumodus. Wir fangen direkt an. So, wie fange ich am besten an mit dem Feldweg? So, es soll hier einer durchgehen. Das heißt, praktisch hier ein bisschen Rand soll sein zum Gebäude. Natürlich fahren wir hier auch weiter. Dann fahren wir hier auch noch ein bisschen weiter. Hier kommt der nächste raus. Also Feldweg oder beziehungsweise halt Einfahrt fürs Heu. Stroh, das geht ein bisschen hier rüber. Das darf ruhig so sein. Hier wird sowieso richtiger Feldweg, wird es hier sowieso nicht. Hier gibt es eher Matschebrei. So. Jetzt haben wir hier einmal schon mal eine kleine Vorgabe. Beziehungsweise einmal wieder hier rum. Können wir auch gerne in der Kurve ein bisschen größer erstmal gestalten, das Ganze. Wir machen eh nur die eine Spur. Ja, hier können wir ein bisschen weiter rüber vielleicht. So. Genau. Sehr schön. Das war die Spur Nummer 1. Der Busch, der muss weg. Gut. Dann kommt als nächstes eine Spur, die ist ja nicht so dick. Die machen wir ein bisschen dünner. So, mal gucken, wo das mit den Polygonen so hinhaut. Also Polygone sind ja nicht, sind ja Quadrate. Den machen wir auch noch ein bisschen größer. So. Also das setze ich praktisch immer so an. Also ich setze praktisch ein bisschen zu weit weg an, fahre rüber, dass ich dann hier so eine schöne, kleine, feine, braune Spur habe. Ich weiß, wie sich das jetzt anhört. ja, und dann geht es hier weiter. Hier wird es ein bisschen dicker. Das darf ruhig so sein, weil es in der Kurve, wenn du irgendwie mit Anhänger fährst, dann wird es hier ein bisschen dicker, das Ganze, das ist normal. So, dann hätten wir schon die erste Spur. Hier ist noch ein bisschen was. Zack, so. Dann mitten in der Spur Gras. Das ist das Schöne hier. Hier gibt es nicht nur Wiese, sondern auch Gras. Dann nehmen wir hier Gras. Da müssen wir auch wieder gucken, wo sind ungefähr hier die vier Ecken, wo gehen sie hin, damit das alles nicht zu eich überlappt. Fahren, ah ja, hier genau, Innenbereich. Natürlich auch erstmal hier lang fahren. Dass das sauber abschließt. So, genau. Dann machen wir hier außen weiter. Hier ist es vielleicht gerade ein bisschen zu eng. Hier ist es auch zu eng, das gefällt mir hier nicht. Das muss man ein bisschen. Dann nehmen wir mal den anderen Matsch. Zack. Hier genauso. Zack. So, dann wieder hier das Gras. Man könnte natürlich hier auch statt hier natürlich, wie das letzte Mal glaube ich schon erwähnt, kann man hier auch Wiese nehmen. Plus in der Mitte das Gras, weil wenn man drüber fährt, dann wächst es natürlich nicht mehr so hoch und dann schaut es natürlich auch ein bisschen anders aus. So. Genau. Da sind wir daheim. Ja, wunderbar. Schau, das, so wird's gemacht. Dann brauchen wir wieder Matsch. So, jetzt kann sein, dass in der Mitte das Grüne, also zumindest das grüne Bemalte, weggeht. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Da brauchen wir wieder eine Nummer größer. So, jetzt müssen wir gucken, wie breit lassen wir praktisch diesen Weg, wenn hier ein Trecker lang fährt. Machen wir das so breit oder machen wir das noch ein bisschen schmäler? Mal gucken. Kann man auch noch ein bisschen schmäler machen.
Was noch ein bisschen Stück Grün noch stehen bleibt. So. Hier ist auch eine Überlappung, ne? Ist nicht schön. Mach mal weg. So, bis hierhin. Jetzt sind wir fast fertig mit dem Stückchen Feldweg. Also es geht eigentlich relativ schnell, wenn man mal weiß, wie man am besten anfängt. Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Grün und machen hier das hier wieder ein bisschen schmäler. Das ganze braune Matschgedöns. Okay, hier, das sollte natürlich auch wieder nicht so sein. So, grün, grün, grün. So, wunderbar. Wunderbar. Und jetzt hat hier wieder, ich würde sagen, Wiese. Weil da fährt man mit dem Trecker jetzt nicht so oft drüber hier. Da soll man immer wieder in der Spur fahren. Also man möchte natürlich, tun tue ich es natürlich meistens nicht, aber es ist halt, es schaut halt einfach schöner aus. So. Wie gesagt, hier, das können wir eigentlich fast schon so in der Art ein bisschen lassen, weil hier kommt mir auch aus dem Strohheulager raus. Da kann das ruhig so bleiben. Aber ich würde sagen, hier unten drunter machen wir trotzdem was anderes wie Matschi Platschi. Auch wenn das ein bisschen älter ist, dann nehmen wir halt für ein bisschen älter, nehmen wir ein bisschen sowas hier. Oh ja, das schaut gut aus, hä? Oh ja, das ist hübsch. So ein bisschen Old Stuff gepflastert, da fällt es dann auch nicht gar nicht so auf, dass da gleich ein bisschen grün. Ah ja, siehst du hier drüben, sehe ich gerade auf der rechten Seite, da ist ja gar kein. Da ist ja gar kein Gras. Ja, mein Spürchen hinschmeißen. So. Dann gehen wir wieder zu meiner Pflasterstein-Grüntextur. Ah ja, das schaut echt geil aus. So, sehr schön. Das lassen wir dann, würde ich sagen, direkt hier übergehen, aber nicht einfach so, ne? Schotter. Ein bisschen Schotter am Rand. Und hier noch ein bisschen reingepflastert mit dem hier. Bring mich zum Schotter. So. Und natürlich, dass das alles ein bisschen realistischer wirkt. Ne? Da war er wieder, der Senker. Zack. Zack. So. Wenn wir hier so einen kleinen Hubbel haben, hier hinten können wir es auch nochmal machen. So. Wunderbar. Dann noch ein bisschen malen.
So am Rand, dass das ein bisschen schöner ausschaut hier, dass die Wiese nicht direkt hier direkt in Pflasterstein übergeht. Das ist nicht so tolle. Das soll dann schon ein bisschen passen hier. Schön am Rand entlang. Kann man nichts verkehrt machen. Hier das gleiche. Kann man auch noch ein bisschen hier. Das kann weg, das Grüne. So, wunderbar. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite aus an. Boah, das kann man ja sogar so lassen, würde ich sagen. Einmal kurz gespeichert. Na. Da, speichern. Hier habe ich übrigens auch noch ein bisschen weiter gemacht. Ein bisschen aufgehübscht das Ganze. Ja, schau doch schon. Recht hübsch aus, würde ich sagen. Ja, ist das nicht toll, ha? Hier so eine alte Scheune, so eine alte Scheune hier mit so einem richtig schön alt gepflastert. Ein bisschen eine Delle noch hier unten mit drin. Das schaut sogar richtig geil aus. Also gefällt mir jetzt schon. Ich werde es später irgendwann verfluchen. Hier der schöne kleine Feldweg, auch ein bisschen die Dellen drin. Okay, das hier müssen wir noch machen. Was ich noch sehe, mir fehlen auch noch ein paar Büsche. So, ich würde sagen, hier, das ist ja zum Heutrocknen, das sollte dann da unten auch schon irgendwie, das ist ja auch wieder so alt, ne? Da würde das natürlich auch schön dazu passen, wenn man hier auch wieder dieses Grüngemeierte. Passend anpasst hier so. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen hier so einen Schnitt rüber. Mit Schotter. Ist jetzt schon der Feinschliff. Hier ist Gülle. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Das hier fällt mir aber gar nicht. Dann machen wir, glaube ich, auch ein bisschen stinknormalen Beton einfach nur hin. Oh ja, dreckiger Beton. Gefällt mir aber auch nicht so tolle. Höchstens die Kombination. Ja, die Kombination macht's, würde ich sagen. Hier, das, was machen wir damit hier? Da hätte ich eine Idee. Wir tun einfach so, muss mal gucken, ob das hinhaut. Ich verrat's nicht. Nein, ich verrat's nicht. Hier, ein bisschen Matsch und ein bisschen Wiese. Brauchen wir wieder Male. Nicht wundern, wenn ihr immer so nach unten guckt. Das ist natürlich hier, weil natürlich der Baumodus auch hier unten ist. Dann gucke ich natürlich hier auch nach unten. Ja, wie machen wir das? Lassen wir das hier rüber gehen und so verknüpfen? Oder lassen wir das einfach so? Ich weiß es nicht. Aber ich würde das noch ein bisschen rausziehen hier. Da würde ich sagen, wir machen hier mal was probieren. Bis hierhin. Dann hier ein bisschen Gras. Ja, es muss am Anfang so komisch ausschauen. Dann brauchen wir ein bisschen wieder Malen nach Zahlen. Dieses Grüne hier ist hübsch, jawohl, genau das brauchen wir. Dann machen wir das halt nur noch ein bisschen weiter rüber. Und jetzt müssen wir mal gucken hier, ganz schmal. Yeah.
Dann brauchen wir hier wieder ein bisschen Grün. Und was kommt jetzt? Natürlich ein bisschen Gras, Wiese. Das ist ein bisschen breit hier. Obwohl, ja, ein bisschen Klugscheißer, ein bisschen schmäler. Hm? Ein bisschen schmäler will es der Klugscheißer haben. Dann machen wir es natürlich ein bisschen schmäler. Vorausgesetzt, oh, okay. Es haut nicht so ganz so toll hin, wie ich mir es vorgestellt habe. Dann lassen wir das so. Und lassen das hier einfach ein bisschen reinwuchern, würde ich sagen. Genauso wie hier noch ein bisschen. Ja, so ungefähr, ne? Hübsch. Büsche. Büsche, wir haben keine Büsche. Büsche, da müssen wir ein bisschen den Malpinsel ein bisschen größer hier tun. Ja, hier hinten passt es ja schon. Ein paar kleinere Zwischenreihen. Hier können wir auch nur ein, zwei Reihen tun. Hier, zack. An die Kante. Ich habe da oben noch ein bisschen was. So. Ich würde sagen, das spare ich mir mal ab. Schaut doch gut aus. Kann man nehmen. Ne? Feldwegbau. Der Sven. Haha. Ja, den haben wir fertig. Dann habe ich ja gesagt, ach ja, wollt ihr mal gucken hier? Ich habe noch gar nicht geguckt hier. Land ist X. Ah ja, genau, das ist alles meins. Bis hier Rinde, das heißt, ich kann da auch einen Feldweg reinzimmern, wie ich Bock habe. Das ist schön. Dann zimmern wir mal hier. Baumodus. Einmal diese Wiese hier drüben. Hier, da, genau. Hier, da gibt es auch noch einen Feldweg rein. Da haben wir auch schon ein paar Dellen reingesetzt, deswegen fällt ja hier das Grün. Dann fangen wir wieder von irgendeiner Seite an. Ich würde sagen, nachdem wir hier schön mittig. So, einmal. Dann haben wir gesagt, grün. Erstmal die Wiese wegmachen. Jetzt müssen wir trotzdem noch ein bisschen nachmalen. Das war ein bisschen too much. Machen wir erstmal so. Machen wir erstmal komplett hier. So. So wollen wir es ungefähr haben. So, nachdem in der Mitte, wenn da so eine kleine Kante ist, sage ich mal, dass er sowieso weg ist. Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt hier was Grünes mit einer Mitte reinmalen würde, wäre das sowieso weg. Das heißt, wir ersparen uns das einfach, das mit Grün malen. Bis hierhin.
Dann wieder ein bisschen malen, das muss sein. Denn das Malen kann nicht jedes Schwein. So, weiter geht's. Schön ein bisschen was Grünes stehen lassen. Sehr schön. So, und dann natürlich am Rand wieder hier die Wiese. Dasselbe auf der anderen Seite. Schön langsam ranarbeiten, dass das ein bisschen bräunlich bleibt hier. So. Und fertig ist der nächste Weg hier. Dann geht's weiter. Einen haben wir noch. Das geht hier ratzifatzi. Ich würde sagen, da male ich aber jetzt trotzdem erstmal mit Grün hin, dass man das sieht. Ja, da muss jetzt ein bisschen Getreide geopfert werden, aber es ist halt so. So. Hier rüber. Und dann hier entlang. Ja, machen wir noch ein bisschen größer, so breit war der ungefähr. Ja, ich würde sagen, so können wir es dann schon machen hier. So ungefähr. Der Busch muss noch weg. So. Das heißt, wir pflanzen hier auch gleich mal gleich in der Mitte hier wieder unser Gras. Diesmal bauen wir den praktisch dann umgedreht. Weil hier, man muss immer so sagen, also so einen Feldweg kannst du bauen, wie du willst. So, also egal, ob du jetzt anfängst von der linken oder von der rechten Seite. Ich würde halt immer so anfangen. Wenn ein Gebäude zum Beispiel in der Nähe ist, fange ich natürlich gebäudenah an und sage, so weit weg möchte ich meinen ersten, ich sag mal, Streifen haben. Oder meine erste Spur von den Fahrspuren. Und dann muss ich natürlich mit der auch anfangen. Und hier sieht man schon, hier geht dann immer dieser Dreckmodus geht dann schon immer gleich mit hier rein. Ne? Das ist nicht schön, aber es ist halt so. Wir müssen eh wieder ein bisschen größer das Ganze machen, da will man auch eine ordentliche Spur haben. Aber das Grüne muss halt trotzdem stehen bleiben, hier ein bisschen Gras. Wenn wir hier noch ein bisschen reingehen ins Feld, ist jetzt nicht so schlimm. So. Hier ist er praktisch kerzengerade. Dann tun wir das auch so ungefähr tun. Aber man sieht, wenn man dazwischen. Das Problem ist, du hast ja auch ein gewisses Raster. Und wenn du genau zwischen dem Raster bist, dann rutscht hier das Ding leicht hin und her hier. Man sieht es hier, dass ich genau zwischen zwei Rasterpunkten bin. Dann macht man das am Anfang einfach ein bisschen breiter. Also man muss sich daran gewöhnen, wenn man zum Beispiel sowas selber bastelt. Man braucht ein bisschen Geduld. Man muss sowas zwei, dreimal machen. Oder zwei, dreimal verbessern und nachbasteln, bis es dann letztendlich so ausschaut. So, hier können wir zum Beispiel auch noch hier so eine kleine Einfahrt hier hin machen. Die machen wir hier einfach so mit rein. Das Feld muss sowieso neu erstellt werden letztendlich. So, das war das eine. Jetzt müssen wir das Gras nochmal nachbasteln. Nein, Gras aber gesagt. So. Eine leichte Schräge. Und jetzt gucken wir mal so gerade durch. Das geht, das passt. Kann man nehmen. Nehmen wir so. So, da am Ende lassen wir es da wieder ein bisschen. Genau. So, und hier außen am Rand wieder Wiese hingestellt. Beziehungsweise würde ich da erst mit Grün ranmalen. So, mit Grün.
Grün, grün, grün. Sind alle meine Zwerge. So. Man sieht es hier auch wieder gleich zwischen dem Raster. Zack, schon wieder hier die Spur im Arsch. Nicht schön. Weg. Muss man echt ein bisschen. Das ist aber halt so, ne? Es ist halt, ich meine, irgendwo musste ein gewisser Kompromiss gehen und ein paar Raster haben. Also man sieht es hier, zack, ne? Hier zwischendrin. Wenn ich jetzt hier, da kannst du tun, was du willst. Der malt das komplett zu. Also das heißt, wir müssen diesen Weg so breit lassen. Weil so malt er den schon weg, obwohl ich noch gar nicht hier drüben bin, ne? Und das ist halt so die Krux an dem Ganzen. Das ist, lebt und steht und fällt alles mit dem Raster. Das heißt, man muss sich dem Raster anpassen, dann nutzt Fluchen nichts. Notfalls ist der Feldweg halt ein bisschen breiter. Aber es ist ja auch nur erst einmal das Malen. Ne? Das Gras, was ich dann im Nachhinein ranbastel, ist wieder eine andere Geschichte. Das heißt, wir können hier. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Dass wir da jetzt nicht reinfahren. Ja. Da, wenn ich dann zum Beispiel das hier, also das wird so nichts, ist sicher. Ich will ja hier das Getreide auch ein bisschen wegtexturieren. Dann machen wir das halt anders. Ja, und das ist genau das Problem. Man braucht da ein bisschen Geduld. Man muss da ein bisschen gucken. Man kommt hin. Aber man muss sich halt da ein bisschen Zeit nehmen dafür. Wenn man das schön haben möchte. So. Jetzt gucken wir mal, da ist auch noch. Ich würde sagen, die Breite nehmen und das Gras tun wir dann einfach noch ein bisschen drüber texturieren. Dass es wieder ein bisschen schmäler wird. Weil ich meine, wir fahren ja hier jetzt nicht mit, keine Ahnung was, durch mit dem Panzer. Und schon erstmal mit einem relativ kleinen Träger. Und dann ist eh die Frage, dann kann es eh sein, dass man das Gras nochmal nachtexturiert. Weil ich dann einfach merke, ich muss da noch was dran schrauben, weil mir zum Beispiel zu wenig Schlaglöcher drin sind oder weil es zu viel Schlaglöcher sind, die ich da vorher schon reingezimmert habe beim letzten Video. Ne? Das muss man halt dann gucken. So, jetzt haben wir die eine Seite, jetzt machen wir noch die andere Seite. Vielleicht ist es da ein bisschen besser. Das werden wir sehen. Es ist ja praktisch fast schon eine Live-Aufnahme, was er hier macht. Das ist hier alles, weil wenn ich immer alles vorbereite bis zum Erbrechen, das macht er dann auch keinen Spaß. Man soll ja auch, wenn man sowas mal nachbaut, sagen, oh, der hat das ist aber einfach, wie der das macht. Ui, das ist ja echt irre, wie einfach der das ist, ey, Wahnsinn. Ja, Streifen vielleicht ein bisschen breiter stehen lassen. Das können wir noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist ja nicht das Problem. Geht erstmal um den groben Weg. So sollte es schon sein, ja. So ein paar Grashalme sollen schon stehen bleiben. So, vielleicht ein paar mehr hier. Aber das können wir jetzt noch ein bisschen nachbasteln. Durch das, dass das hier nicht so buschig ist, hoffe ich mal. Ah, nee, Wiese will ich jetzt nicht. Ja, trotzdem muss man da hier. Na, ist ja wurscht. Dann machen wir das hier nochmal kurz. Ja, manchmal rutscht es auch ein bisschen hin und her, wie man sieht. Dann macht es mal zack, dann bist du wieder ein bisschen weiter drüben. Das ist halt so, ne? So. Jetzt nochmal hier. Matschi-Platschi, ganz hinten Matschi-Platschi. So. Das ist ein Geduldsspiel.
Andere sagen dazu Farming Simulator. Also ich weiß ja auch nicht, es gibt dann normal, kann man sowas ja irgendwie auch direkt modden, aber dann brauchst du irgendwie sowas wie, ich glaube, Maya oder wie das heißt. Aber für einen Privatanwender macht das keinen Sinn, weil ich glaube, das ist mittlerweile wirklich einmal, erstens mal horrend teuer, weil das echt ein Profi-Programm ist. Aber du könntest halt dann direkt auch praktisch an der Map rumbasteln. Hier ist alles ja Safe-Game gebunden, was du da veränderst. Und da muss ich schon sagen, egal wie du das veränderst, das ist ja Wahnsinn, dass der das alles so speichern kann und so, ne? So, das hätten wir, ne? Dann Pflanze, Wiese. Und dann würde ich sagen, fertig, ne? Ja, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde hier. So lange wollte ich das eigentlich gar nicht hier rauszögern. Aber wen es interessiert, der bleibt dran und schaut sich's mit an, würde ich mal sagen, ne? Wen es nicht interessiert, der hat schon lange abgeschaltet und gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein Nerd? Aber so ist es halt, ne? Kann ja jeden interessieren. Aber ich finde es auf jeden Fall, wenn du mir zuguckst jetzt hier und so weiter und das vielleicht selber ein bisschen umsetzen kannst, besser, wie wenn es dir jetzt halt irgendwo vor der Glotze hängst und dir zum 50. Mal irgendeine Serie reinziehst. Ach, Scheibenkleister. Habt ihr das gesehen hier? Wieder hier, wieder ganz Rinder. Das ist auch so ein Ding, dass du jedes Mal hier ganz Rinder klicken musst. Aber es ist halt auch blöd, wenn da so ein Baum im Weg ist. So. Dann wieder hier, wieder ganz vor. Das ist das Einzige, das könnte sich doch Giants eigentlich merken, in welcher Einstellung du als letztes warst. Okay. So oft macht man das auch nicht, also ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Und hier das Feld hier, da werde ich dann später wahrscheinlich sowieso Wiese draus machen, denke ich mal. Ja, vielleicht auch nicht. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Muss ich mal gucken. Wichtig ist aber erst für mich erstmal, dass ein bisschen die Außenhaut passt. Also, weil das Problem ist, sobald du die Träger gekauft hast, ne, hast du ganz andere Ideen und willst ganz andere Sachen machen. Da kommst du gar nicht mehr auf die Idee, so einen geilen Feldweg dir zusammenzubasteln. So. Jetzt würde ich sagen, haben wir es aber, ne? Können wir den so lassen? Schaut das gut aus. Speichern. Das Spiel speichern. So. Das ist der eine Feldweg. Ich meine, optisch natürlich schon richtig schlonsig, ne? Weiß nicht, ob man oben im Norden auch noch so matschige Feldwege hat oder ob die dann eher so gekiest oder halb betoniert sind. Aber ich zum Beispiel hier so im Frankenland, da kennt man solche Feldwege halt noch so schöne braune teilweise. Ja, komm, das schaut doch nice aus, oder? Kann man nehmen. Hier den Absatz, das könnte man noch ein bisschen hübscher machen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. So, wo ist er denn? Da ist er. Zack, einmal hingedreht. Ein bisschen hübscher. Ein bisschen.
Ja. Erhöhen. Schaut jetzt erstmal kacke aus, ne? Kürzer, muss so sein. Und jetzt tun wir praktisch mit glätten, fahren wir jetzt wieder so schön hier hin, dass das schön mit dem Asphalt hier oben abschließt. So. Und jetzt nehmen wir auch Asphalt und malen hier noch ein bisschen rein, ne? Nur so ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen höher gehen. Das muss man noch mal ein bisschen hübscher hier. Ne? Glätten. Perfekt, schön. Machen wir noch einen kurzen Kiesrand außenrum. Das Ganze wieder schön eingefasst in Matsch. Ja. Natürlich wieder ein bisschen Wiese. Wiese. So. Schön. Da könnten wir, das ist noch nicht so hübsch. Da machen wir, glaube ich, mal was ganz anderes. Ah ja, stimmt. Wir fangen ja mal vorne an. So. Doch ein hübscher Übergang. Bei dem wir sagen. Ne? Kann man so nehmen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen. Ach, wo bin ich denn? Baumodus haben wir gesagt hier. Ne? Immer noch Baumodus. Da können wir noch ein bisschen mehr Matschi-Platschi machen. Wenn man hier um die Kurve rumdübelt, dann hat man Anhänger dran, da ist eh die Spur schon ein bisschen breiter und dann, wenn man hier geradeaus fährt, wird es zwar ein bisschen schmäler, auch wenn es hier ein bisschen breiter erscheint, aber mein Gott, ey, guckt euch das an. Wunderschön, ich mache jetzt Feierabend, ich glaube, ihr habt wirklich viel aushalten müssen gerade. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao, der Sven, bye.